Umbau abgeschlossen. Ein neuer Spielplatz für die Schule. In der Halberstädter Diesterweg-Grundschule gibt es seit kurzem ein neues Highlight für die Kinder. Zwei bunte Klettergerüste zieren jetzt den Hof, auf dem sich die Schülerinnen und Schüler jeden Tag von den Strapazen des Unterrichts erholen. Fast 30.000 Euro kostete der Umbau für die beiden Großspielgeräte mitsamt der neuen Kiesfläche, die den Kindern als Fallschutz dienen soll. Das Geld wurde mithilfe von großzügigen Spenden von mehreren Veranstaltungen wie dem Siedlerfest zusammengetragen. Umgesetzt wurde das Großprojekt vom Förderverein der Diesterwegschule und Sargstädter Siedlung e.V. in Zusammenarbeit mit dem Stadt- und Landschaftspflegebetrieb. Unter strahlendem Sonnenschein konnte der neue Spielplatz in Anwesenheit des Oberbürgermeisters und anderen Mitwirkenden des Projekts offiziell an die Schule und die Kinder übergeben werden. Der Umbau für die Spielgeräte, das ist in zwei Abschnitten erfolgt. Zuerst der große Kletterturm, das ist ein Vogelnestbaum. Das war eine Woche ungefähr, wobei das auch in zwei Abschnitten erfolgt ist mit den Aushub, Aufbau und den hinterher den Einbringen des, was ist das? Des Fallschutz, der Kies. Und dann ein bisschen später ist unser Sechseck-Klettergerüst dazugekommen. Und das war eigentlich in zwei Tagen aufgebaut und dann später nochmal von der Stahler über die Stadt der Fallschutz eingebracht worden. Das ging relativ schnell. Mit dem abgeschlossenen Umbau passt der Hof nun zum Rest der Schule, welche nach einer aufwendigen Großsanierung selbst erst wieder seit dem Sommer letzten Jahres geöffnet ist. Doch was kommt für die Diesterwegschule eigentlich als nächstes? Sind weitere Projekte für die Schüler geplant? Im Moment noch nicht, zumindest nicht was Spielgeräte angeht. Wir haben nur vor, die Hochbeete zu bestücken und wir haben auch Platzichondien angebaut für unsere Tiere, für das Futter. Aber direkt Spielgeräte erstmal nicht. Ich denke, da haben wir auch einen ganzen Teil jetzt bekommen und sind da total glücklich drüber. Unsere Schulen sind natürlich sozusagen ständig im Fokus und auch für die auch natürlich die Spielplätze, aber wir haben natürlich eher so Sorgen und Sachen auf der Tagesordnung wie Dacheindeckung zum Beispiel in der Miriam-Lundner-Schule. Auch die Spiegelschule ist ein stetiges Problem, wo man jetzt einfach auch tätig werden muss und da sind wir stets und ständig auf der Suche, etwas zu verbessern. Die harte Arbeit und Zusammenarbeit, um dieses Projekt auf die Beine zu stellen, haben sich sichtlich gelohnt und die Gesichter aller Beteiligten sehen zufrieden aus. Doch wie kommt der neue Kletterplatz eigentlich bei den Kindern an? Ich glaube, das konnte man heute ganz deutlich sehen, dass dieser Umbau bzw. das Spielgerät oder die Spielgeräte unheimlich die Kleinen freuen. Sie konnten es kaum abwarten. Ich bin gerade noch dazu gekommen, mich zu bedanken beim Förderverein, der hier den Bärenanteil sozusagen geleistet hat. Und da mussten die Kinder auch schon aufs Spielgerät, die waren ganz heiß. Was der Förderverein Sargstädter Siedlung als nächstes umsetzen wird, bleibt abzuwarten. Das Lachen und Toben der Kinder zeigt jedenfalls ganz deutlich, das Geld wurde hier gut investiert.